Ich begrüße alle Zuschauer recht herzlich aus Palma de Mallorca. Ich fahre Bus. Ich hoffe, ich bin gut zu verstehen. Es ist ziemlich laut hier drin. Es ist Abend geworden auf Mallorca. Und welchen Bus fahre ich? Ich fahre mit dem A11. Der A11 fährt vom von San Juan Flughafen in Palma Richtung Südwesten. Die Endstation ist Camp de Mar. Und vorher fährt er Palma Nova, Magaluf, Santa Ponsa, Pagera und am Ende eben Camp de Mar an. Hier sind die Zeiten, die kann man auch finden im Internet unter tb.org. Ungefähr ist man vom Flughafen bis nach Pagera 1 Stunde und 10 Minuten unterwegs. Es kann auch mal 1 Stunde sein, es kann aber auch mal 1 Stunde und 20 Minuten dauern. Dieser Bus ist jetzt stellvertretend für alle Linien. Es gibt von jedem bekannten größeren Urlaubsort eine Linie zum Flughafen. Natürlich ist man zum Beispiel nach Cala Ratllada dementsprechend länger unterwegs. Ich habe heute die Strecke A11 rausgesucht. Und wie gesagt, wir sind jetzt hier in Palma und fahren hier so schnell es geht, nämlich mit 100 km/h. Tja, heute bin ich nicht verantwortlich für die Scheiben. Das ist ganz allein der freundliche Busfahrer, aber der hat sicherlich im Moment anderes zu tun, als sich darüber aufzuregen. Der erste Bus fährt morgens um 4.45 Uhr von Camp de Mar nach von San Juan zum Flughafen also. Und der letzte vom Flughafen Richtung Pagera oder auch Camp de Mar fährt dann um 23.30 Uhr ungefähr. Das kann sich aber auch ein bisschen verschieben. Was kostet das Ganze? Ja, aber jetzt sieht man den Ausschnitt ein bisschen schlecht. Also, man sollte, das empfehle ich, mit der EC-Karte zahlen, dann kostet es 4,05 Euro. Wenn man ohne, oder beziehungsweise von Camp de Mar kostet es 5,40 Euro bis zum Flughafen. Und die anderen Preise darunter waren eben in Bargeld. Das ist schon ein krasser Unterschied zu über 6 Euro und ja, was war es eben? Ich glaube 9 Euro noch was. Also gerne anhalten, Screenshot machen. Ich kann aktuell kein besseres Bild liefern. Das habe ich hier eben gerade abgefilmt. Das ist ausgehängt hinter dem Busfahrer. Das Problem ist natürlich, viele wissen das gar nicht und sagen, komm, ich zahle den Bar, dann habe ich das weg. Dann brauche ich den Kontoauszug nicht kontrollieren. So bin ich zum Beispiel auch. Ne? Ich bezahle lieber in Bar und habe dann das Ganze erledigt. Aber ja, man bestraft sich selber. Wenn man zu zweit fährt, zu dritt, zu viert, ist das natürlich ein krasser Unterschied. Und das sollte man doch nicht verschenken, das Geld. So, wir sind jetzt hier an der ersten Station. Das ist von Palma aus die allererste Station, und zwar Marineland. Wir sind jetzt hier zwischen Bendinat und Portalsnaus und fahren jetzt eben halt von der Autobahn ab, fahren hier parallel zur Autobahn und dann fahren wir Richtung Palma Nova. Jetzt halten wir auch ganz häufig und ja, kannst du nichts machen. Dafür ist halt die erste Strecke eine ziemlich weite und so ist das auf den anderen Touren auch vom Flughafen zu den entsprechenden Urlaubsorten, wo man denn gerade hin möchte. Wie da die Kurse sind, was es kostet, das am besten nachlesen auf der Seite von TIB. Es gibt noch andere Apps, so Bus-Apps, die man natürlich auch benutzen kann. Wichtig ist, und das bitte gut merken, wenn man mit EC-Karte zahlt oder mit einer einfachen Kontokarte, die dafür freigeschaltet ist, so ein Terminal, dann muss man diese Karte hier an ein Lesegerät, das kann man gar nicht übersehen. Wir sind jetzt gerade übrigens in Palma Nova,
an ein Lesegerät dranhalten. Wenn das dann sagt, ja, alles klar, richtig so, kannst durchgehen, dann ist man registriert. Wenn man zu zweit reingeht, kleinen Moment warten, nochmal ranhalten, dann steht da auch eine große 2, kann man gar nicht übersehen. Und wenn man aussteigt, dann muss man das Gleiche nochmal machen, weil sonst gibt es eine Strafgebühr obendrauf. Das sind ungefähr 30%. Dann zahlt man nicht 4,05 Euro, sondern ist man irgendwo bei irgendwo zwischen 5 und 6 Euro. Also da sollte man dann ziemlich gewissenhaft sein. Genauso ist es übrigens mit 3 Personen. 3 Personen ranhalten, kurz warten, nochmal ranhalten, kurz warten und nochmal ranhalten. Und wichtig ist, bevor man einsteigt, sollte man sich im Klaren sein, was man möchte. Nicht noch lange überlegen, weil der Busfahrer, der ist unheimlich im Stress. Und damit kann man die Zeit für alle anderen unheimlich verkürzen. Der Bus fährt im Dreiviertelstundenrhythmus. So immer ganz pünktlich ist er nicht, er ist bemüht, aber wenn zum Beispiel noch mehr Leute einsteigen als sollten, dann klar, dann kann er schon mal Verspätung haben. Wenn keiner an der Haltestelle steht und wenn man nicht winkt, dann kann er auch mal durchfahren, fährt an einem vorbei, weil er denkt, ja, die wollen ja nicht mehr. Wichtig ist auch noch zu wissen, wenn man auf dem Weg zum Flughafen ist, unbedingt einen Bus eher nehmen, also eine Dreiviertelstunde Puffer einbauen. Wenn der Bus voll ist, ist er voll, dann fährt er vorbei, dann nimmt er keinen mehr auf, dann steht das oben auch dran, voll besetzt und dann war es das, dann kommt man nicht zum Flughafen und dann steht man natürlich da und gerade Flughafen ist natürlich wichtig. So, wir haben jetzt nochmal den Sonnenuntergang vor Augen Richtung Porto Andrade und Richtung Caghera, da oben ist Costa de la Calma. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und war nützlich. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert gerne Georges Kanal. Seid herzlich eingeladen, das zu tun. Und schreibt auch gerne einen netten Kommentar. Ich sage Tschüss, Adios und Bye Bye. Bedanke mich und sage bis zum nächsten Mal hier auf Georges Kanal. Servus.